geiler Auftakt, geiler Stiefel. Heute mal kein Produkt von Husqvarna, sondern von Cofra aus Bella Italia. Nach eigenen Angaben Marktführer auf dem Gebiet Arbeitsschutz. Um diesen Schnittschutzstiefel geht es heute. Hat die Schnittschutzklasse 3, das ist beachtlich. Funktioniert so ähnlich wie bei Hosen. Hier gab es keinen Schutz, tat auch ein bisschen weh. Das kann dieser Stiefel viel besser, macht auch sonst einen sehr guten Eindruck. Viel mehr Infos zum Stiefel und auch zum Schnittschutz allgemein gibt es gleich. Bleibt dran, es lohnt sich. In 14 Sekunden geht's auch schon los. Viel Spaß dabei. Hallöchen Freunde, das Unternehmen Cofra wurde 1938 in Italien gegründet. Heute führt der Gründersohn, Herr Giuseppe Cortellino, die Geschäfte und mittlerweile ist Cofra Marktführer, Gebiet Sicherheitsschuhe. Und das aktuelle Logo sieht so aus. Die Firma Cofra lässt außer in Italien noch in Albanien produzieren und da wurden auch meine hergestellt. Ein Schuh wiegt so um die 1200 Gramm und kostet aktuell zwischen gut 140 und über 180 Euro. Meine Stiefel kosten über Amazon in Größe 46 knapp 150 Euro plus knapp 4 Euro Versandkosten. Und für diese Qualität ist das schon fast unschlagbar. Link dazu wie immer und noch viel mehr gibt's unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt zwischen Größe 39 und 48 wählen. Der Schuh passt wie angegossen, aber wer wie ich im Winter gerne zwei Paar Socken anzieht, bestellt einfach eine Nummer größer. Aber keine Angst, auch mit ein paar Socken ist der Stiefel durch das Gore-Tex-Futter schön warm und auch im Sommer angenehm zu tragen. Ich habe das nun im Sommer und auch im Winter ausprobiert und bin einfach nur begeistert. Toller Schuh. Als Oberleder wird nur echt italienisches Rindsleder von allerhöchster Qualität verwendet. Und wenn ihr diesen Schuh in den Händen haltet, spürt ihr das auch. Schnittschutzklasse 3 mit einem gewebten Mikrofiberfließ, das wollte ich so haben und dafür hatte ich alle Gründe. Vor einiger Zeit ohne Schuhe mit Schnittschutz hat's mich erwischt, im falschen Winkel neben der Stahlkappe, das ging so schnell und ich hatte da wirklich noch Riesenglück, dass da noch alles dran blieb und danach war ich echt geheilt. Die allermeisten Schnittschutzstiefel, auch die teuren, haben die Klasse 1 oder 2, das heißt, die haben meistens nur etwas dickeres Nubukleder in Stärken zwischen 2 und knapp 3 mm verarbeitet. Nubukleder ist auch nichts anderes als Rindsleder, hört sich nur besser, eleganter an. Aber wenn die Kette da durch ist, wenn ihr Pech habt, schafft die das, ist da kein Gewebe vorhanden außer eures, was die Säge stoppt. Und das ist der Grund, warum ich mich für diesen Stiefel entschieden habe, mit genau diesem extra Schnittschutz, der im gesamten vorderen Bereich verarbeitet ist, seht ihr auch. Und das funktioniert genauso wie bei den Hosen, die Fäden wickeln sich ums Ritzel und stoppen die Kette. Und vielleicht ist da noch alles dran bei euch oder nicht zu viel ab, denn 100% Sicherheit gibt es nicht und das darf man einfach nicht vergessen. Natürlich muss man einen Kompromiss angehen, extra dickes Leder, etwas steif und unbequem oder wie hier dickes Leder mit Schnittschutzgewebe. Zu den vier Schnittschutzklassen, den Kettengeschwindigkeiten dazu, den Logos, Piktogramm, Zeichen und so weiter, gibt es ein extra Spezialvideo von mir, wo ich diese einzelnen Sachen für euch auseinandertüttel und Stück für Stück erkläre. Seht ihr hier schon und das Video findet ihr direkt auf meiner Kanalseite oder als Link in der Videobeschreibung und hier oben rechts in der Infokarte. Jo. Für eure Sicherheit ist der Stiefel vorne auch noch extra mit einer Stahlkappe versehen und das Ganze wird in diesem Bereich durch abriebfestes Nitrilgummi zusätzlich geschützt. Die Sohle ist ein Kunstwerk für sich, auch aus Nitrilgummi. Das Laufprofil ist selbstreinigend, rutschsicher, schockabsorbierend, thermoisolierend und im Temperaturbereich von minus 20 bis plus 300 Grad Celsius geeignet. 300 Grad aber nur für eine Minute. Wenn ihr also mal auf einem brennenden Schiff was absägen müsst und von unten wird's warm, dann wird's Zeit zu springen. Und wir springen jetzt mal ins Auto, kommt mit, ab geht's zum Sägen. Misplaced, and I'm gonna tell ya.
Ja, Freunde, es gibt doch wohl nichts Schöneres, als mal raus aus der guten Stube und rein in den Wald, an die frische Luft. Mal was machen, sich mal richtig austoben, dann wieder nach Hause und sich einfach nur wohlfühlen. Und darum geht's, nach Hause kommen. Und zwar heil und gesund. Und deshalb kann ich euch nur empfehlen, gerade bei Arbeiten mit der Motorsäge, schützt euch, wo es nur geht. Ihr habt nur die eine Gesundheit und ist die einmal im Arsch, ja dann macht das alles keinen Spaß mehr so richtig. Ist ja auch so, was wird immer rumgeprahlt überall in Videos, in irgendwelchen Foren, wo auch immer. Ich habe die beste Motorsäge, die war so und so teuer, Kubik, PS, ohne Ende, bin der Tollste, mir passiert nichts und bla bla bla. Alles nur heiße Luft und aufgeblasene, stinkende Scheiße. Wenn die Kette euch trifft, dann, ja was ist dann? Dann ist das vorbei und wenn ihr Pech habt, für immer. Oder nächste Auto wird dann Automatik. Geht ja auch mit einem Bein. Perfekt ist keiner, ich auch nicht. Meine Schnittschutzausrüstung kam auch erst so nach und nach zusammen. Und wie ihr gesehen habt, meine Handschuhe waren auch ganz normale Lederhandschuhe. Und das wird sich auch noch ändern. Es geht nicht nur um diesen schönen Stiefel heute. Guckt euch mal Bilder von Unfällen mit Motorsägen im Netz an. Da wird einem schlecht, sieht aus wie im Krieg. Und dann investiert nicht nur in eure schönen Sägen, sondern auch in eure Ausrüstung. Das ist genauso wichtig. Als mich die Kette traf, bekam ich solch einen Schreck. Oh Scheiße, ist da noch alles dran? Schuh aus, alles noch vorhanden. Gott sei Dank, blutete wie Sau, Verbandskasten im Auto gesucht, Fuß versorgt, Schuh wieder an, weil der Weg von meinem Auto versperrt war, mit meinen abgesägten Bäumen. Wieder Säge an und den ganzen Mist noch beräumt, dass ich da überhaupt durchkam. Und dann gleich ab ins Krankenhaus und nach 2-3 Stunden war ich wieder zu Hause. Ich hatte alles falsch gemacht und hatte einfach nur riesen Glück, auch weil meine Husky sofort ausgelöst hat. Ach, was erzähle ich euch jetzt alles? Ich freue mich jedenfalls immer riesig über euer Feedback in den Kommentaren, wenn die Like-Daumen wachsen und ihr meinen Kanal abonniert. Über 5000 Abonnenten sind es mittlerweile hier auf Mr. Photagius geworden. Wer hätte das gedacht? Und deshalb gibt es im nächsten Video auch ein bisschen was zu gewinnen, um dafür Danke zu sagen. Da stelle ich euch eine kleine Schätzfrage und die ersten 5, die jetzt richtig kamen, ist nicht so ganz einfach. Oder die, die am nächsten dran sind, die bekommen dann einen kleinen Preis. Kleinen Preis. Kleine Preise. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Besucht mich ab und an mal auf Facebook, Twitter, Instagram. Da sind dann meist schon mal ein paar Fotos zu sehen, was ich gerade so aktuell mache oder vorhabe. Hoffe, es hat euch mal wieder gefallen hier. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Bleibt schön gesund. Oder wie sagt man unter uns Holzfällern? Arm und Bein ab. Oder so ähnlich. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss und ciao.